Hallo, das ist Janosch von Deep Connection und im heutigen Video geht es um das Thema Assoziationen und wie sie dir helfen können, im Flirt ein spannendes Gespräch zu führen. Das ist Deep Connection, Single Coaching für Männer und in diesen Videos geht es um alle Aspekte, damit du besser mit Frauen wirst. In diesem Video möchte ich dir einen einfachen Weg zeigen, wie du zukünftig an deinen Dates viel spannendere Themen kannst haben, die du vielleicht nicht mal so im Kopf vorbereitet hast. Und zwar ist das magische Keimwort Assoziationskette. Und zwar, was ist eine Assoziationskette? Eine Assoziationskette ist zuerst mal ein Zungenbrecher für mich, aber was es auch ist, ist, du hast ein Wort und du hast ein naheliegendes Synonym. Also etwas, wo irgendwie eine Verbindung hat zu dem Wort oder zu dieser Information. Jetzt bringen wir mal ein Beispiel. Du hast dein erstes Date mit einer Frau und sie erzählt dir, wie sie in Spanien war in der Ferien, wie sie dort surfen ist und wie sie dort danach noch ein Pina Colada hatte. Also jetzt ganz vereinfacht, diese drei Informationen. Jetzt überlege mal, was könntest du da bringen, um irgendwie das Gespräch spannender zu halten, dass es auf das Thema, das sie gebracht hat, auf die Information bezogen, dass du etwas von dir erzählst. Weil das, um das geht es ja schlussendlich. Die Frau wird dich kennenlernen, so wie du bist. Und nicht das, was du vorbereitet hast, um dich möglichst gut zu präsentieren. Sie wird dich so haben, wie du bist. Okay. Sie erzählt, wie es in Spanien war. Und sie ist surfen und sie hat einen Pina Colada gehabt. Das heisst, du kannst jetzt als Assoziation von Spanien bringen, dass du zum Beispiel auch in Spanien gewesen bist. Wenn das so ist, kannst du dir erzählen, dass du in Madrid gewesen bist, eine Städtereise gemacht hast und was du dort so erlebt hast. Oder du kannst sagen, ich bin noch nie in Spanien gewesen, aber Italien war genial gewesen und was du dort erlebt hast. Oder du nimmst das Thema Surfen und du erzählst, wie du zum Beispiel auch zum Beispiel in Hawaii surfen bist. Oder dass du nicht kannst surfen, aber dass du dich interessierst, wie das funktioniert. Oder dass du Wasserskifahren bist letztes Mal. Oder du bringst das mit dem Pina Colada. Das kann natürlich sein, dass du noch nie einen Pina Colada hast und dass du zum Beispiel gerade am Date sagst, weißt du was, jetzt bestelle ich gerade einen. Das nehme ich jetzt wunder, wie das schmeckt. Oder du kannst sagen, dass du zum Beispiel so süße Getränke nicht gerne hast. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und das ist genau das Ziel, dass du das ein bisschen trainierst. Dass du der Frau genau zulässt, was sie dir erzählt. Das ist mal das Allerwichtigste. Und dass du dann aufgrund von dieser Information, die sie gebracht hat, im Groben etwas von dir erzählst. Das heisst nicht, dass du sie zutexten sollst, sondern dass du einfach, nachdem sie etwas erzählt hat, dass du versuchst, irgendetwas von deinem Leben zu bringen, das zu dem passt, was sie erzählt hat. Und dass du kurze Informationen gibst und schaust, ob sie das interessiert. Und wenn sie es interessiert, wird sie natürlich genauer nachfragen und dann kannst du mehr ins Detail gehen. Also das ist mein Tipp, Assoziationen. Tu das mal googlen, Synonym, Assoziationen, und tu das mal mit deinem besten Kollegen. Tu das mal mit ihm trainieren. Mach mal ein Spiel daraus. Er erzählt irgendetwas, tut irgendetwas erfinden, was er erlebt hat, und du bringst dann eine Assoziation. Und dann tut er eine Assoziation von dem bringen, was du erzählt hast. Und so tun die das trainieren, und so lernst du erstens mal besser zuzuhören und zweitens mal, dass jedes Date irgendwie spannend ist, auch wenn es danach vielleicht nicht funktioniert. Ihr könnt einfach spannende Themen können austauschen und um das geht es. Es geht nicht immer ums eine, sondern es geht darum, dass man eine gute Zeit zusammen hat und dass man danach schaut, ob man sich wieder wegsehen. Okay, das wäre es vom heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Thema gefallen. Wenn es dir gefallen hat, ein Like-Button wäre genial oder du kannst das Video gerne teilen. Und wenn du sonst Ideen hast oder irgendwie ein Feedback, schreib es doch einfach in die Kommentare rein und man sieht sich bald im nächsten Video. Macht's gut!